Mitte vergangenen Jahres glich die Hartesheimer Siedlung einer einzigen großen Baustelle. Grund der mehrwöchigen Bauarbeiten war der Anschluss der Siedlung an die Fernwärmeversorgung. Überall wurde gebaggert und geschaufelt. Die ohnehin nicht gerade rosige Parkplatzsituation verschärfte sich zusehends. Bürgersteige waren nicht mehr passierbar, teilweise erfolgte der Zugang zu den Häusern über behelfsmäßige Steige. Dazu gesellte sich in der heißen Phase der Bautätigkeit eine nicht unerhebliche Lärmbelästigung. Doch die Mieterinnen und Mieter ertrugen es mit einer gewissen Gelassenheit. Also wir befinden uns hier in der Teplitzer Straße in Hattersheim und man sieht im Hintergrund schon, da sind kräftig Bauarbeiten im Gange, Erdbauarbeiten im Gange. Es geht um die Versorgung des Siedlungsgebiets mit Fernwärme und wir haben hier den Herrn Bock. Und Sie können uns ein bisschen was darüber erzählen, wann ging das denn mit den Bauarbeiten hier los? So, die Baumaßnahme ist im Anfang Mai, wurde das begonnen, das Fernwärmenetz zu erweitern und in Betriebnahme ist in dieser Woche, morgen, sind wir mit der Druckprobe, also da wird das Fernwärmenetz in Betrieb genommen und die Fertigstellung der Bauarbeiten sind Ende August, sodass eigentlich dann diese ganzen Unannehmlichkeiten für den Mietern wieder beseitigt sind, Parkplätze wieder hergestellt sind. Das ist so ein Stückchen weit unser Stichwort, weil wir sehen ja, es ist ja eine erhebliche Einschränkung jetzt hier, die Trottoirs sind aufgerissen und die Parkplätze sind erstmal weg. Haben Sie da Schwierigkeiten von Seiten der Mieterschaft erlebt oder gab es da mal die ein oder andere Moserei? Ja, es ist schon eine ganz schöne Belastung für die Mieter hier in der Parkplatznot, die paar vorhandenen Parkplätze herzugeben. Aber ich sag mal, die Mieter waren sehr aufgeschlossen und man konnte mit ihnen reden, man konnte mit ihnen sprechen und großen und Ganzen, sag ich mal, haben sie das auch eingesehen, die Baumaßnahme, was jetzt hier durchgeführt wird. Und ich kann eigentlich da nichts Negatives dazu sagen. Und Sie sagten, das geht jetzt bis Ende August? Ende August wollen wir mit der Baumaßnahme fertig sein. Das heißt, dann werden auch die Erdbauarbeiten abgeschlossen, es wird wieder zugeschüttet und entsprechend wieder so in den, sage ich mal, Originalzustand versetzt. Das ist genau so. Also Ende August soll das alles wieder erledigt sein, die Auswuchsberge fort sein und auch die Parkplätze wieder hergestellt sein. Okay, da bedanke ich mich sehr herzlich. Dankeschön. Gut, danke. Die Erdarbeiten sind längst abgeschlossen. In der zweiten Phase der Umstellung auf Fernwärme erfolgt jetzt der abschnittsweise Anschluss der Häuser bzw. die Umstellung der Heizungsanlagen. Die Technikregler, Speicher und so weiter sind bzw. werden im Kellerraum installiert. Im Zuge des Anschlusses an das Fernwärmesystem werden die Badezimmer grundrenoviert und unter anderem mit modernen Heizkörpern ausgestattet. Ja. Man sieht, die kurzfristigen Beeinträchtigungen durch Bau- und später Montagearbeiten haben sich gelohnt. Denn Fernwärme ist eine umweltschonende und saubere Sache, von der im Ergebnis alle profitieren.